Hallihallo, liebe Flugsimulator-Freunde. Ja, ihr seht genau richtig. Ich widme mich heute mal einem speziellen Format, was ich mir dachte, was tatsächlich mal interessant sein könnte für euch. Einerseits, weil viele Leute mich gefragt haben, ob ich das mal machen kann oder will. Andererseits, weil ich aber auch schon dachte, ja, Mensch, wenn ich sowieso spiele, dann kann ich es ja eigentlich auch mal aufnehmen und mal gucken, was ihr so darüber denkt oder was ihr davon haltet. Und das Ganze verpacken wir tatsächlich in einem interessanten Titel bzw. Spiel, denn das ist The Last of Us, ein sehr altes Spiel fast, wenn man schon sagen will. Das gibt es ja schon echt sehr, sehr lange. Ich habe das damals das erste Mal gespielt, wo es neu rauskam. Fand es absolut genial, gerade wegen der Story. Und dachte mir, das passt eigentlich sehr gut in ein Let's Play. Ja, was soll ich sagen? Wir probieren es einfach mal und gucken mal, ob es euch interessiert und wie weit es euch interessiert. Mir persönlich geht es eigentlich nur darum, ich spiele es sowieso und deswegen kann ich es ja auch aufnehmen und ja, euch so ein bisschen ja, das Ganze teilen, für alle die vielleicht auf Last of Us gar nicht kennen. Also wie gesagt, ihr werdet hier wirklich eine tiefgründige und sehr, sehr coole Story beziehungsweise auch ziemlich dramatische, fast schon cinematische Story erleben. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Für die Leute, die schon die Serie geguckt haben sollten, ich werde jetzt nicht allzu viel spoilern, es geht aber nur darum, dass die Story halt wirklich sehr nah dem Spiel ist, also beziehungsweise die Serie ist sehr nah dem Spiel, die kam ja viel, viel später raus als das Spiel und das bedeutet eben, ne, wenn ihr also die Serie gesehen habt, dann wird das ziemlich genau auch so hier passieren, ziemlich genau, sage ich, weil viele Sachen hier noch zusätzlich kommen, allein schon nur wegen dem Spielen, also so oder so, selbst wenn ihr die Serie geguckt haben solltet, würde euch das bestimmt auch interessieren wollen, mal von der Spielperspektive das Ganze auszusehen, weil hier natürlich viel, viel mehr passiert, das Ganze nochmal viel ausführlicher erklärt wird und viel tiefgründiger geht als jetzt in nur 8 Folgen, ne? Sagen wir es mal so, wobei die Serie ziemlich gut ist. Wer sie nicht gesehen haben sollte, dem kann ich die jetzt wirklich wärmstens empfehlen. Gut, genug gesabbelt. Wir starten mal The Last of Us. Das Ganze spiele ich heute relativ simpel und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf leicht oder vielleicht beziehungsweise sehr leicht, weil mir persönlich geht es eigentlich darum, euch die Story zu zeigen und jetzt nicht irgendwie ewig zu sterben und dann wieder neu zu sterben und neu zu starten. Ich glaube, das ist relativ langweilig. Hier geht es eigentlich nur darum, dass wir die Story mal tiefgründiger ja, abgreifen. Deswegen mache ich es mir ein bisschen leicht und gehe einfach mal direkt auf leicht drauf. Alles andere lassen wir mal so, wie es ist. Sämtliche Grafiken sind auf komplett hochgestellt. Das ist das Schöne, wenn man einen flugsimulatorfähigen Rechner hat. Da läuft alles absolut in High-End. Ihr kennt ja meine Specs, von daher. Genug gesabbelt, jetzt geht's los. Ich würde sagen, ich bin relativ ruhig. Ihr schaut es euch an und wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Und vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet und was allgemein ihr da noch gerne sehen wollen würdet. Wie gesagt, ich ziehe es jetzt einfach mal durch und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Du hast leicht ausgewählt, Herausforderungsstufe kann jederzeit unter Option Schwierigkeitsgrad geändert werden. Das passt. Let's go! Der Ladebildschirm ist immer so das Beste, weil man sieht vor allen Dingen immer, was ihr jetzt nicht seht, nur schwarz. Ich sehe leichte, wirklich verdammt gut aussehende Sporen kommen. Ich glaube, die Sporen, je mehr die, wie größer die werden, desto besser ist es. Ich hätte das Ganze noch in HDR machen können. Leider ist das dann schwieriger mit der Capture Card. Ja. Wir starten mal. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt.
Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? So, und da geht's los, das erste Gameplay. Was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Das wollen wir mal wissen. Und ich sehe jetzt schon die Optik, absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen, die Grafik echt Wahnsinn. Gerade so im Vergleich zum ersten Teil, irre. Ach, verdammt, die habe ich total vergessen. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch, na guck an. Sehr schön übersetzt. Öffnen wir das Ganze mal. Du bist kein Fossil, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Also schön, du bist nie da. Was? Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Ich hab dich lieb. Sarah. Guck an. Warum auch immer sie das da hat. Hat sie wahrscheinlich vergessen abzugeben. Na, dann schauen wir mal, ob wir Papa finden. Dad? Noch ist alles ruhig. Na, Toilette. Zeitung. Das, was man so auf der Toilette liest. Texas Herald. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Die behördliche Lebensmittelüberwachung erweitert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion ist erwartet. Die Behörde setzt ihre Untersuchung von möglicherweise mit Schimmelpilzen befallenen Früchten im ganzen Land fort. Ursprüngliche Listen, die landesweit in den Einzelhandel verteilt wurden, warnten vor aus Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter Fortsetzung auf Seite 3. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Eine Begegnung mit der örtlichen Polizei endete gestern Abend blutig, als die Polizei auf mehrere Notrufe in Westlake Hills reagierte. Als die Beamten bei ihrem Eintreffen einen grausigen Tatort vorfanden, wurden sie von Sandra Rivers, die sich ohne Wissen der Polizei auf dem Gelände aufhielt, gewaltsam angegriffen. Was ist denn da passiert? Daddy? Scheint wohl Fernsehen zu laufen. Bist du hier? Mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass los, die Soldaten hinter mir... Upsa. Was war das? Oh Gott. Uiuiui. Dad? Lauf mal lieber zu, Mutti. Dad! Was ist bloß los? Das ist... Sein Telefon. Wo ist es? Da ist es. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Nachricht von Tommy. Wo zur Hölle steckst du? Ruf an. Bin unterwegs. Kühlschrank. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Papa. Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Oh oh. Okay, kein Hundi. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay?
Ja? War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern! Bleib einfach zurück! Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Jimmy! Jimmy, halt los! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Wieder rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Jetzt noch nicht. Hallo. Wie geht's dir, Liebes? Wunderbar. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Ich muss kurz unterbrechen, Freunde. Da ist ich glaube, der Sound muss ein Ticken geändert werden. Perfekter Zeitpunkt für sowas. Ganz schnell. Ich bin mir nicht sicher, ob man Sprachausgabe Moment. Ausgabekanal, Zweikanal. Nee, das ist okay. Dynamikumfang maximal. Ah, hier, Display-Lautsprecher, Erkennungssprecher, Soundbar, Kopfhörer, there you go. Okay. Ja, das ist besser. Okay. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Entschuldigung. Ich hab mehr gesehen als du. Tja, das Und ist... anders wird kommen. Das ist die Apokalypse. Wir hätten helfen sollen. Jeder für sich. Jeder für sich. Gar nicht gut. Alle Idioten haben dieselbe scheiß Idee. Ja, ist ja verrückt. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel? Los jetzt! Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Ich dreh um. Oh Gott. Tommy. Tommy! Scheiße! Was ist das denn? Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt! Dreh hier, dreh hier! Nein, 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 nein! Wovor rennen die weg? Ja, ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Vorsicht!
Daddy? Hey! Hey! Zurück, Kleines! Zurück! Mir geht's gut. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Komm schon. Halt mich fest. Okay. Angst. Mach die Augen zu, Kleines. Leute, da brennen. Lass sie einfach nur mich an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Viele! Hier lang! Durch die Gasse! Los! Er ist tot! Verdammt! Wir sind fast da! Wir sind fast da, Kleines! Sie kommen durch den Zaun! Macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Du! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Daddy, wir müssen ihm helfen! Ich schaff das schon! Wir sind fast da! Sie kommen näher! Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Thank you.
Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Sommer. Ich stehe ein bisschen davor. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Also ganz kurz, wir sind jetzt hier praktisch, ja, 20 Jahre später nach dem Ereignis, ziemlich heftig. Gerade wenn man sich überlegt, wenn man das Spiel jetzt so gar nicht im Angriff hatte oder noch nichts davon ausgekannt hat und dann auf einmal gleich am Anfang alles so losgeht und plötzlich stirbt halt einfach mal die Tochter. Da ist man dann schon ziemlich starker Tobak. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Die Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. So, wir befinden uns auf jeden Fall in einem Lager, wo, ja, der wohl abgesichert ist. Unter den letzten Überbleibseln, nach 20 Jahren wohlgemerkt. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich auszuweiten. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Unser Protagonist ist auf jeden Fall 20 Jahre älter und die Grafik ist wirklich Wahnsinn. Das ist schon verrückt. Diverse Effekte, schaut euch den Boden an, ne?
Schöne Reflexe. Schöne Reflektieren. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Freundliche Leute. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Die wurden gelyncht. Die ganze Truppe? Ja. Ich habe gehört, sie haben sie zur Schau gestellt und erstochen. Vergeltung oder so. Wenn wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren, passiert uns das auch. Das wird hier ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Und dann haben wir noch bleib diese einfach cool. Fireflies. Ich habe den vielleicht jetzt gerade gehört. Das Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Ja. Los hier, los! Du Schießen! Feuerfleisch! Verdammt! Sie hauen ab! Checkpoint. Weg hier, komm schon! Verdammte Fireflies! Checkpoint 5 ist bis auf Weiteres geschlossen. Oh. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. Die wurden erschossen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? So, dann werden wir das auch gleich. Verarzten, einmal ausrüsten und dann RT zum Heilen. Das werden wir noch öfters machen. Rechts unten sehen wir unsere Anzeige. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Yep. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ciao, ciao. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Mal zu die Abkürzung. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Mhm. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Na, guck mal, und eine Waffe. Das wollen wir doch. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Maske. Nachladen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Okay. 5 Schuss haben wir also noch. Wohin? Ah, hier. Bereit? Ja, Ma'am. Na los.
Ja. Jetzt musst du es nur noch anzeigen, dass ich das. Na gut. Einfach mal drücken. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, wir haben jetzt. Müssen wir ein bisschen suchen. Und die Aussicht bewundern. Vermutlich. Da kann man mit dir reden. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Also, ihr seht schon auf jeden Fall grafisch. Meine Fresse. Hat sich auf jeden Fall was getan. Wir müssen vermutlich da hoch. Jetzt muss ich nach der Leiter suchen. Dann suchen wir mal nach der Leiter. Wahrscheinlich habe ich sie übersehen vorhin. Muss hier irgendwo sein. Leiterchen. Kann ich schneller laufen. Ja, es ist schon Wahnsinn. Es ist praktisch, wie die Blätter aussehen etc., die Vegetation allgemein, das ist wie zum Anfassen. Ja, vielleicht ist hier hinten. Hey, probier's doch mal da drüben. Ja. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ist auch okay. Hätte ja auch einfach mal nur die Augen aufmachen können. So. Ladies first. Ja, kann auch ein Vorteil sein. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Ist aber auch sehr lustig, wie sie das alles so mit Humor nehmen, unsere Protagonisten. Wenn man sich das mal anguckt und dann überlegt, wie es ihnen hier in der Apokalypse, natürlich schon seit 20 Jahren, aber trotzdem, es ist halt und bleibt immer noch alles sehr verlassen. So, hier kann ich meine Taschenlampe einschalten. Das ist ein Utensil der Wichtigkeit. Sehen wir, waren auf jeden Fall Kinder da. Bill shot first. Oh je. Ja, das sind keine schönen Nachrichten. Zumindest nicht jetzt hier runter. Und dann folgen wir mit der Dame. Hoppala. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte, Sporen. Und da kommen wir zum großen Moment. Die Sporen, die natürlich dann die Leute infiziert haben. Und da wären wir dann. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Und da ist schon der erste Unterschied, wo sich manche Leute auch aufgeregt haben von der Serie. Denn da muss man keine Maske tragen. Da liegt ja der Grund. Ja. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Ihr seht's, das ist eine Leiche und die ist schon praktisch von dem Pilz befallen. Hier sollten wir durchpassen. Das heißt, die Leute müssen wir gleich auf Kollegen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Vorsicht! Scheiße! Pass auf, pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt! Da bist du fast tot. Will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ja, dann für alle, die jünger sind, schaut mal weg. Gehen wir.
Aber zumindest ein bisschen Munition hätte er mir da lassen können. Ja. Ich will mich nicht verwandeln. Spakt ist so eine Art Zombie. Also wir haben hier einen Pilz, der eben die Menschheit befällt. Der offensichtlich irgendwo aus Südamerika kam. Zumindest den Artikeln nach zu urteilen. Ob das denn nun stimmt oder woher man genau kam, weiß man nicht. Ich glaube, es wird bis anno dato nirgendwo so richtig aufgeklärt. Hab's zumindest nicht genau mitbekommen, selbst wenn. Aber wer weiß, ein paar Brocken sollten wir eigentlich hier finden können. Ja, da haben wir es schon. So, können wir lauschen? Das ist also dieser Lauscheffekt, den wir haben, um zu sehen, wo hier sich welche Leute aufhalten. Licht muss aus sein. Und jetzt ist der Sinn davon, uns die zu packen und das alles schön leise zu machen, denn sonst kommen sie alle auf einmal. Sehr gut. Hier kann man noch mal lauschen. Da sind welche, die haben Hunger. Die lassen sich auch festhalten. Okay, das waren alle. So. Hoffentlich. So macht man es eigentlich nicht. Besser wäre es gewesen, wir hätten einen Brett. Gehen wir zurück in die Stadt. Wenn wir mal schauen, ob hier noch ein bisschen was rumliegt. Das ist jetzt auch ein bisschen gemein, wenn hier gar nichts rumliegen würde. Aber es sieht wohl so aus. Das heißt, das waren so die ersten Infizierten, mit denen man es jetzt zu tun hatte. Das sind Standard-Infizierte. Wir werden nachher herausfinden, warum ich sage Standard. Ist ja echt nichts zum Abgreifen. Ein bisschen gemein. Gibt es ein Türchen? Echt jetzt gar nichts? Wozu dann die Tür hier? Na gut. Zwei Kugeln sinnlos verballert. Hier irgendwas. Nope. Na schön. Und hoppa. Hui. Raus aus den Sporen. Und geschafft haben wir's. Du frische sagst Luft. Und mit dieser frischen Luft würde ich sagen, lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ja, recht hast du. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Tja, aber wie es weitergeht, würde ich sagen, schauen wir dann in der nächsten Folge. Ganz simpel. Gucken wir mal, ob wir unsere Pillen finden. Bis dann, Freunde.